Das hier titelte die Tagesschau vor einigen Wochen. Schweinebestände in Deutschland auf dem Rekordtief. Viele hat das erfreut, weil das natürlich erstmal suggerierte, dass die Nachfrage nach Schweinefleisch gesunken ist. Was allerdings nicht stimmt. Zumindest nur bedingt. Grundsätzlich ist es ja auch erst einmal erfreulich, dass Menschen scheinbar bewusster Fleisch essen und weniger Fleisch essen. Aber die gesunkenen Schweinebestände in Deutschland sind hauptsächlich auf das Höfesterben in diesem Bereich zurückzuführen. Ganz viele Betriebe mussten nämlich in den letzten Jahren ihre Höfe aufgeben, besonders im Tierbereich, ganz besonders im Schweinebereich und noch mehr im Sauenbereich. Die Gründe dafür sind vielfältig. Die inflationären Verhältnisse, Energiekosten, aber auch die fehlende Planungssicherheit bei einem Stallumbau oder einem Stallneubau, sodass man gar nicht weiß, welche Rahmenrichtlinien für die nächsten 20 bis 30 Jahre gelten, weil es so lange dauert, bis ein Stall abgeschrieben ist und ob der Stall dann nicht alle paar Jahre nach jeder neuen Legislaturperiode wieder umgebaut werden muss. Das führt zu großen Unsicherheiten und auch bei einem Generationswechsel aktuell dazu, dass die neue Generation den Betrieb gar nicht weiterführen möchte. Vor allem aber ist die Tierhaltung hier in Deutschland zunehmend nicht mehr wettbewerbsfähig mit den Produkten aus dem Ausland, die teilweise billiger angeboten werden, weil sie nicht so hohe Produktionskosten haben und weil die Standards des Tierwohls dort geringer sind. Das hat zur Folge, dass Tierbestände, die hier abgebaut werden, wieder im Ausland aufgebaut werden, wo die Tiere unter komplett anderen Standards gehalten werden, als es hier gesetzlich erlaubt ist. Viele der Verbraucher und Verbraucherinnen, denen es ja sowieso finanziell im Moment nicht gut geht, greifen dann logischerweise zu dem billigeren Produkt. In Summe haben wir also mit den gesunkenen Schweinebeständen hier in Deutschland in den letzten Jahren also für nicht mehr Tierwohl gesorgt, sondern teilweise sogar noch mehr Tierleid verursacht. Das muss vor allem in den öffentlich-rechtlichen Medien transparent gemacht werden und auch ebenso in der Politik diskutiert werden. Eine Haltungskennzeichnung und Herkunftskennzeichnung ist dabei schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Grundsätzlich braucht es auf dem europäischen Binnenmarkt aber einheitliche Tierhaltungsstandards. Diese müssten entsprechend hoch angesetzt werden. Dafür braucht es allerdings langfristige Finanzierungskonzepte, wie sie zum Beispiel von der Borchert-Kommission schon ausgearbeitet wurden. Diese Kommission wurde jedoch jetzt kürzlich aufgelöst, da die Vorschläge von der Regierung nicht angenommen wurden. Hier mal ein paar Bilder, wie die Schweinehaltung dann aussehen könnte.